Hallo meine Freunde, was geht ab? Und hiermit darf ich euch ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es mal wieder darum, wie ich eine Droge zum ersten Mal ausprobiert habe. Heute geht es um PEP bzw. Speed. Genau, wie ich das Ganze eben zum ersten Mal probiert habe. Das Ganze hat sich ungefähr vor einem Jahr abgespielt, wie ich ja schon in mein erstes Mal Coke-Story erwähnt habe. Habe ich kurz davor, ein paar Monate davor eben auch schon mal oder zum ersten Mal PEP gezogen. Genau, und darum soll es heute gehen. Wie gesagt, Anfang letzten Jahres ungefähr hat sich das Ganze abgespielt. Zuvor hatte ich auch noch nicht wirklich viel Erfahrung mit, in Anführungszeichen, harten Drogen. Klar, Alkohol gehört meiner Meinung nach auch zu den harten Drogen. Aber ja, ansonsten hatte ich eben nur Gras, ziemlich viel Gras konsumiert zuvor und Ecstasy, genau. Ecstasy habe ich auch ein Jahr vorher angefangen zu schmeißen, aber dazu wird auf jeden Fall auch noch sehr, sehr viel kommen auf diesem Kanal. Genau. Gut, wie kam es denn zu meinem ersten PEP-Konsum? Das Ganze war so, dass mein bester Kumpel, mit dem ich eigentlich so ziemlich jede Drogenerfahrung bisher geteilt habe, mit ihm wollte ich Gras kaufen bei unserem Dealer, ganz normal, sind hingegangen, war schon alles abgeklärt, ganz standardmäßig. Wir gehen eigentlich jede Woche einmal hin, holen uns dann 10 Gramm als Wochenvorrat, ist immer beim gleichen Dealer, er hat immer was für uns da, ist eigentlich alles immer geklärt, genau. An dem Tag auch war auf jeden Fall abgeklärt, dass wir vorbeikommen und das ganze Zeug abholen. Und dann haben wir eben dort auch noch ein Tripit verraucht. Ganz normal machen wir eigentlich meistens so, weil der lebt alleine und wie auch schon in meiner Coke-Story ist er eigentlich ein ganz guter Kumpel. Deswegen chillen wir eigentlich jedes Mal auch noch so ein bisschen dort und probieren das Zeug aus und geben ihm kurz Feedback, was wir davon halten und so weiter. Genau. Und so war es da auf jeden Fall auch. Dann hatte er aber an dem Tag auch noch etwas PEP am Start. Ich glaube, keine Ahnung, 10 Gramm oder so, er hatte jetzt nicht so viel. Aber trotzdem hat er uns eben gefragt, ob wir nicht ein bisschen was davon mal haben wollen oder halt mal das Ganze ausprobieren wollen. Und ich war da eigentlich ziemlich direkt dabei. ja, weil, keine Ahnung, ich bin eigentlich immer ziemlich neugierig bei neuen Drogen und teste die dann ziemlich gerne aus und so war es eben auch zu dem Zeitpunkt. Nur mein Kumpel hat eben eigentlich keinen Bock drauf. Der ist eben so ein Typ, der will eigentlich nur Gras rauchen und Ecstasy findet er auch ganz geil, aber andere Drogen will er nicht wirklich ausprobieren. So. Also er ist dann meistens trotzdem dabei, aber ich muss ihn so ziemlich mitziehen, sagen wir es so. Oft, beziehungsweise wenn ich ja sage, dann sagt er halt meistens auch ja. Ich meine, ich würde es auch ohne ihn probieren, aber gut, so war es auf jeden Fall an dem Tag auch. Bei ihm war die Überlegung da, er wollte eigentlich nicht ziehen, aber als ich dann gesagt habe, ja klar, ich gönne mir mal eine Line und so, hat er auch gesagt, ja gut, dann probiere ich das Ganze eben einfach auch mal aus. Genau. Dann sind wir in die Scheune gegangen von unserem Dealer, also der wohnt auf so einem Bauernhof, also der Bauer wohnt auch dort, aber der ist irgendwie voll chillig oder ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, der hat uns schon öfters beim Drogenkonsumieren erwischt und der sagt gar nichts irgendwie, also auf jeden Fall ein mega cooler Dude und auf jeden Fall sind wir dann in die Scheune dort gegangen und dann hat der Dealer erstmal zwei fette, also wirklich fette Lines auf seinem Handy gelegt, also die waren echt abnormal, also auch jetzt, damals hatte ich noch gar keinen Plan, wie viel man da konsumiert, aber die Lines, die waren riesig, also auch für jetzige Verhältnisse war das echt Überdosis, ja gut, so viel jetzt auch nicht, aber auf jeden Fall ziemlich große Lines hat er gelegt, zwei Stück, für meinen Kumpel und für mich, er selber wollte das nicht ziehen, er ist halt eher so der Kokser und er findet PEP ziemlich minderwertig und ja, gut. Auf jeden Fall hat er dann zwei Bahnen gelegt. Mein Kumpel und ich haben dann jeder eben seine Bahn gezogen, mit einem Geldschein gerollt und dran gezogen, ganz normal. Und die Wirkung war halt eigentlich nur, dass wir, oder zumindest, dass ich auf jeden Fall extrem wach wurde davon und auch sehr aktiv. Also ich bin normalerweise eher so ein etwas zurückhaltenderer Mensch und danach halt einfach war ich komplett aufgedreht, ich war wach wie Sau und wirklich intense Wirkung und so. Genau, dann haben wir uns auf jeden Fall auch gleich mal einen Gramm gegönnt, haben wir dann für 10 Euro gekauft und ja, war auf jeden Fall ganz nice. Danach, also wir hatten dann auf jeden Fall 10 Gramm
Gras am Start und ein Gramm Pep. Also hört sich auf jeden Fall nach einem mega geilen Wochenende an, würde ich sagen. Wir sind dann wieder zu meinem Kumpel gefahren mit dem Bus. Das, weil bei ihm hatte ich auch schon mal in einer anderen Story erwähnt, dass bei ihm im Zimmer kann man einfach immer smoken, Drogen konsumieren, alles, worauf wir Bock haben, weil seine Eltern sind einfach so mega chillig drauf. Beziehungsweise raffen die es meistens auch nicht, wenn wir auf Drogen sind, auch auf harten Drogen. Also wir waren auch schon mal auf Ecstasy, mega Überdosis geschoben. Dazu kommt auf jeden Fall auch nochmal eine Story. Und sein Dad hat es halt auch nicht wirklich geblickt. Das war echt ganz nice. Deswegen sind wir auch an dem Tag wieder zu meinem Kumpel gefahren, um eben das Ganze weiter in seinem Zimmer zu konsumieren. Und ja, dann war es eben einfach so, dass wir Bahn für Bahn, wir haben echt bestimmt 2 Bahnen pro Stunde gezogen, das war echt heftig, aber es war einfach mega geil. Also ich muss auch sagen, so der Mischkonsum von Amphetamin bzw. von Pep und Weed taugt mir persönlich mega. Also ich finde auch der Mischkonsum von Kokain und Weed ist in meinen Augen mega nice. Soll jetzt hier keine Anstiftung sein, um Drogen zu konsumieren, ich will nur meine eigene Sichtweise darauf eben hier erläutern, genau. Ja, wir haben einfach weiter Bahn gezogen, weiter dazu geraucht, mega viel gekifft und ja, wir haben eigentlich, also dann bei meinem Kumpel haben wir ziemlich kleine Lines uns gelegt, wie gesagt, um die 1 bis 2 Stück pro Stunde und die haben uns dann auch gut wachgehalten. Dieser eine Gramm hat uns dann, also es war, ich meine, das war am Wochenende, als wir das gemacht haben, weil dieser Grammy hat uns auf jeden Fall 2 Tage lang gereicht gehabt und wir waren auch 2 Tage lang Dauer drauf. Also wir haben das, ich meine, wir haben es am Freitag geholt, am Freitagabend so, dann haben wir die ganze Nacht durchgezogen, haben dazu gequalmt, wie es nur ging. Und dann auch noch den kompletten Samstag durchgezogen, auch dazu gekifft wieder weiterhin. Genau, und wir waren einfach wach, also bis Samstagnacht irgendwann und dann sind wir pennen gegangen. Waren wir gut wach. Zu zweit von 1 Gramm war auf jeden Fall ziemlich chillig. Und ja, arg viel mehr ist eigentlich auch nicht passiert an dem Abend. Also ich meine, was soll ich jetzt dazu sagen zu Pep? Die Wirkung, man wird einfach extrem wach, man wird ein bisschen aktiver. Ähnlich wie von Kokain, nur eben nicht so euphorisch in meinen Augen. Also man bleibt länger wach. Kokain macht schon auch wach, aber halt einfach nicht so lang. Und bei Pep ist man einfach extrem wach. Also da kann ich mir auch mal vorstellen, eine Woche durchzumachen oder so. Das wird bestimmt gehen. Ich habe es jetzt noch nicht probiert. Aber ich kann es mir gut vorstellen, dass es möglich ist. Und ja, das wäre es jetzt auch mal wieder für mit dieser Story gewesen zu sein, hat das Sinn gemacht? Keine Ahnung, ihr wisst Bescheid, in nächster Zeit werden auf jeden Fall noch weitere Tripberichte folgen, ich habe noch sehr, sehr viel zu erzählen, also freut euch drauf, meine Boys, und dann würde ich sagen, haut rein, bleibt schön clean, peace!